Doch, es ist ein legendärer Star-Bro. Bruder, hallo! Und... Nein! Bro! Wie sieht der denn aus? Ja, Lukas, pass auf. Du musst es schaffen, 3 Megaboxen zu öffnen. Was? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, wir sind heute mit Kevin am Start. Moin moin. Hallo. Und Leute, wir machen heute, ich muss alles kaufen, was du zeichnest in Brawl Stars. Wir werden abwechselnd Sachen zeichnen, die der andere dann kaufen muss, bis einer aufgibt, Leute. Och nee, nicht schon wieder. Ja, doch, Kevin. Bis einer aufgibt, ne? Und ich würde sagen, 10.000 Juwelen, darum geht es auf jeden Fall. Ich würde sagen, du bist der Gast, du darfst direkt starten und ich muss erraten, was du zeichnest. So, Lukas, es geht los, ja? Okay, okay, ich bin gespannt. Also, pass auf. Die erste Sache, ne? Also jetzt nicht übertreiben. Ja, ja, das ist hier so ein, ich sag nix, ne? Das siehst du ja hier. Ein rotes Rechteck. Ey, nicht verlassen, Digga. Ey, warte mal kurz. warte. Osterhasen-Penny. Häschen-Penny. Warte. Ey! Der Nita-Club? Ja, das hast du richtig erkannt. Bruder, das ist die erste Aufgabe. Ey, ich will in dem Club drin bleiben wegen dem Godzilla-Event, Junge. Nein, du gehst da jetzt raus. Ich muss auch rausgehen. Ich bin in irgendeinem Random-Club. Oh, Bro. Ey, das ist so hart übertrieben schon wieder. Verlassen. Verlassen. Oh, verlassen. Ey, Leute. Verlassen. Ich komm zurück. Ich verspreche es euch. Boah! Junge, ey. Du kannst froh sein, dass ich dich jetzt nicht in irgendeinen Random Club gehen lasse. Ja, komm, ich gehe in die Banana Gang. So. Ey, aber Kevin, du hast direkt komplett übertrieben, Bruder. Das war erst die erste Aufgabe. Ja, entspann dich mal. Wir wollten noch einen schönen Start haben, damit die Leute dranbleiben. Weißt du, das habe ich für dein Video jetzt gemacht. Ja, Kevin, dafür werde ich mich jetzt aber rächen. Und zwar, du siehst gerade mein Bild. Ja, weiß ich. So, Kevin. Also, eine Vanille-Eiskugel, Schnee, Mehl, Backpulver, achso. Ja, also. Was ist das denn? Das ist schon mal ein gelbes Quadrat. McDonald's! Ja, Bruder, was für McDonald's? So. Pancakes bei McDonald's! Junge, ist das... Oh mein Gott. Was ist das? Ja, das warte, ist Tadeo, nee, wie heißt der nochmal? Patrick Star von SpongeBob. Junge, das sieht echt aus wie Patrick, Digga. Bruder, ist einfach Patrick, wenn er jetzt noch pink ist. So, Kevin. Tippe zum Öffnen. Hä, ist das ein Star-Drop? Oh, ja, aber Kevin, weiter. Digga, aber kein legendärer Star-Drop, jetzt chill mal. Ja, doch, es ist ein legendärer Star-Drop. Bruder, hallo. Was denn? Jetzt musst du dich jetzt auch übertreiben, wir haben gerade erst angefangen. Ja, Bruder. Und ich denke, die einfachste Möglichkeit, ne, an legendären Startup ranzukommen, ist jetzt einfach mal auf einem random Account den ganzen Brawl Pass durchzukaufen. Das hast du nicht gesagt. Du hast einfach nur einen legendären Startup gemalt. Ja, denkst du, du kriegst den einfach so, oder was? Ja, okay. Oh, guck mal, jetzt kriegst du ja noch die ganzen Einblendungen oder so. Kevin heißt der Account, okay. Willkommen zurück. Ja, Kevin, der ist selten. Ich kann auch einfach 14 Tage warten, Lukas. Was hältst du davon? Ja, ey, wenn du den dann hättest, dann wäre es okay. Aber du hast den ja noch nicht jetzt gerade. Ich will, dass du den jetzt hast. Unfair. Trader Code Lukas weiß ja eh. Dankeschön. Ja, kennst du schon aus, Kevin, hier. Hä, mir fällt gerade auf, ich habe so 224.000 Münzen auf dem Account. Alter, Junge. Das ist sau viel. Lol. Ey, das ist safe von irgendeinem Opening Battle, oder? Warte mal, schau mal, ich habe einfach so 54 Brawler hier so random. Yo. Guck mal. Welche legendären fehlen dir noch? Weil ich glaube, dann ist die Chance sogar relativ hoch, dass du was Gutes ziehst. Mac, ja. Chester, Cordelius und Kit. Digga, let's go. Dann würde ich sagen, Brawl Pass plus kaufen, 11,99. Ja. Nice. Ach, Digga. Erfolgreich. Ja, Lukas, dann klatsch mal einmal kurz, dann ist er durchgekauft. Okay, Leute. Aha! Oh, gezaubert habe ich ja. Aber Lukas, pass mal auf. Ich könnte den jetzt theoretisch aufmachen, aber ich heb mir den auf für schlechte Zeiten. Ich werde einfach so einen legendären Star-Drop bekommen. Was? Ganz easy. Digga, sagst du auch Credits eingesammelt? Ja.
Ey, sag's ja, auf pass Anzeige, auf. Schaffst du ja, das? Ja. Ja, pass auf. So, okay. In einem der ersten 10 Star-Drops, easy. Oh, episch schon mal, guck mal. Ja. Ja, was wolltest du sagen? Ja, Kevin, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du das Luck haben wirst jetzt für einen legendären Star-Drop extra. Warte, letzter Versuch jetzt. Oh, warte, jetzt letzter Versuch jetzt. Ja, schlecht. Du hast noch nicht mal einen mythischen gehabt, Bro, was ist da los? Digga, ja, komm, Lukas. Oh mein Gott, guck mal, genau das habe ich gezeichnet, Leute. Das sah so gut aus bei mir. Ja, ich würde sagen, 3, 2, 1... Und... Nein! Was? Was? LOL! Ich sag's eben noch. Das, was du ziehen könntest, Junge. Hä, ist ja übel selten, oder nicht? Alter! LOL! Bro, das ist so unwahrscheinlich. Ich dachte, du ziehst vielleicht so einen Skin für Chess, aber du hattest den ja gar nicht, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ultra krass. No joke. Also, Lukas, bist du bereit? Ich bin bereit, Kevin. Alter. Guck mal, wegen meiner Zeichnung hast du einfach einen legendären Brawler bekommen. Was sagst du dazu? Das ist ganz toll, Lukas. Deswegen gebe ich dir jetzt auch eine nette Aufgabe. Schau, das ist ja hier Lukas, ne? Ja, ist mein Name. So, und dann hast du hier so... L-U-K-A-S für Shindy ohne Stress. Trader Code Lukas. Ja. Was ist das denn? Das ist Kartoffelsqueak. Also, Lukas, das ist hier dein Namensschild, ja? Ey, nee, Bro. Siehst du? Ja. So, schau, und dann kann man ja hier so einen Pfeil unten hinmachen und dann gibt's irgendwas, was kostet, ich glaube... Ich wollte ja nicht, wer nicht übertreiben, ja? Yo, okay. Game es. Game es kommen. So, und dann, aber dann fehlt noch was. Warte, pass auf. Und dann muss ja hier, dann du machst erst hier dieses Kaufen, ne? Warte. Und dann kommt so davon wieder ein Pfeil. Und das ist jetzt dein neuer Name. Ach so, du schreibst ihn direkt hin. Du nennst dich jetzt, Burger im... Hä? Ey, voll der Nachmacher, Digga, was soll das denn? Ich heiße Burger Pommes im Po, jetzt heißt du Burger im Po. Ach so, ja moin. Aber Leute, ich kann mich auf meinem Hauptaccount noch gar nicht umbenennen. Das ja, heißt, ich muss jetzt einen anderen. Auf irgendeinen Account. Okay, Kevin, ich hau jetzt hier was Krasses raus fürs Video. Und zwar, ich benenne mich auf meinen neuen Free-to-Play-Account um. Oh, das ist ehrenhaft. Das, weil da ist die erste gratis, aber danach nicht mehr. Das bedeutet, ich werde für immer so heißen. LOL! Ja. Oh mein Gott. Und wie gesagt, das korrekt. Ist... Oh mein Gott, schau mal. Ich habe einen neuen Brawler hier. Daryl. Ich wollte gerade sagen, da nimmt man nicht Penny, sonst bist du lost. Genau. Ja, also ich habe hier auf jeden Fall schon 13 Brawler immerhin. Ja gut, dann heiße ich ab jetzt hier... Burger Impo. Alter, wieso geht das überhaupt? Junge. Ja, Supercell hat erkannt, dass das so eine neue, so ein neues Movement ist. Burger Impo. Ja, okay. Perfekt. Toll, das hast du super gemacht, Lukas. Ich bin stolz auf dich. Danke, Kevin. Sehr, sehr toll, muss ich auch sagen. So, dann bist du jetzt wieder dran, habe ich gehört, ne? Ja, aber übrigens, du kannst natürlich auch jetzt gerne aufgeben, ne? Wenn du dich nicht mehr weiter traust. Da bin ich noch lange nicht an dem Punkt, Kevin. Okay, es geht los. Das ist dein Kopf, weil du bist so ein Quadratkopf. Okay, schau mal. Jetzt kommt es auf die kleinen Details an. Ja. Nee. Erkennst du schon ein bisschen mehr vielleicht? Nee. Hä? 13D1H. Digga, ist das ein Code bei Mc's für gratis Cheeseburger? Ja, jetzt hast du's. Ah, nee. Lol. Okay, nee, soll ich zu Mc's fahren? Also. Bruder, was laberst du eigentlich, ey? Kannst du auch nur an McDonald's denken, ne? Burger Pommes Fan bist du ja auch. Ja, das stimmt. Ah, das ist dieses Happy Meal Spielzeug, was man sich ja aussuchen kann. Was laberst du, Mann? Da ist so eine Antenne vorne dran. Ey, das ist no joke übertrieben krass geworden. Das echt? Ist ehrlich heftig geworden. Ja. Jedenfalls, guck mal, wir machen es mal ein bisschen einfacher für dich, okay? Ja. So, hier ist auch noch sowas nämlich. Ah, das ist der Drive-In-Schalter.
Auf jeden Fall der Drive-In. Das sieht das Screen, wo man bestellt. Das sind jetzt die ganzen Burger drauf. Ja, also ich sag mal so, ich würde jetzt hier an sich nicht mehr so viel malen. Aber. Ja, also es ist doch so dieser neue Brawler jetzt im Spiel, oder nicht? Ja. Und den soll ich jetzt nicht kaufen. Den sollst du jetzt kaufen. Hey, aber sag ehrlich, ich hab's gut gemalt. Okay, Lukas, ich sag dir ehrlich, das war gut. Ja, also ich finde, man kann das schon erkennen. Ich glaube auch. Also ich fand's schon echt ganz gut, oder? Trotzdem, Digga, was soll das denn jetzt? Warum soll ich denn 24 Euro ausgeben? Ja, bisschen Geld ausgeben, ne, Kevin? Junge, ich musste gerade schon den Brawl Pass durchkaufen. Ja, Bruder, ich weiß. Du hast hier Club verlassen, war gratis. Name ändern war gratis. Ich habe schon 100 Euro ausgegeben. Ja, ich weiß. Guck mal, Geld ausgeben ist doch ganz einfach. Du bist doch eh reich seit dem Burger Pommes Diss-Track. Aber du bist reicher wegen dem Burger Pommes Song. Also auf deinen Nacken jetzt, habe ich gehört. Bruder, ich habe da so viel Geld ausgegeben. Ich bin auch eh im Minus fett. Oh, let's go, Kevin. Das Junge. Das fühle ich. Oh, ja, Mann. Haha, let's go. Ich meine, jetzt habe ich hier Lili, ja. Das ist, an sich ist das cool, aber Bruder, ey, 24 Euro, die ist doch eh bald gratis. Die kann ich mir eh bald auf dem Hauptkonto gratis mit Credits holen. Ich weiß, aber ey, du musst mal ganz kurz in die Trainingszone mit der gehen. Die hat ein ultra krasses Feature. Also Kevin, kann die Burger Pommes schießen oder was? Ja, also das Ding ist ja, du weißt ja, du hast jetzt nur Power 1 natürlich. Du hast jetzt nicht die krassen Gadgets. Du kannst ja mit dem einen Gadget zum Beispiel unsichtbar machen für mehrere Sekunden. Ja. Aber muss mal diesen Teleport testen, der ist schon crazy gut auf Gegner drauf. Teleport, das hier? Ja. LOL! Das ist echt, oh mein Gott. Das ist sau OP. Für so einen Nahkämpfer, so einen Teleport. Digga, das ist ja so wie der Boxer, nur noch schneller. Ja. Okay, Lukas, pass auf. Ja. So, jetzt bin ich mal echt gespannt. Oh, Gems schon wieder. Bro, ich hab gerade eben kein Geld ausgeben, das will ich auch eigentlich dabei belassen. Digga, was ist das denn, Kevin? So, pass auf, und hier sind so... Oh mein Gott, das ist der Eierkopf, wenn ihm schlecht ist. Hier sind so Krallen dran, ja? Aber mit Eierkopf bist du schon in der richtigen Ecke, ja? Aber ich möchte, dass du diese Sache 50 Mal machst. Ah, lol, Digga. Kommst du drauf? 50 Monster-Eier. Ja, richtig, Lukas. Aber das Ganze wäre relativ einfach, das einfach nur aufzumachen. Wenn du es nicht schaffst, in diesen 50 Eiern Godzilla Bass zu ziehen, dann darf ich nochmal zeichnen. Weil du musst ja nicht mal Geld für ausgeben. Du kannst ja auf dem Developer-Bild machen. Bro, aber das ist ultra schwer, Bro. Ich habe insgesamt bei so 2000 Eiern so 2 gezogen, oder? Ja, also. Dann viel Glück. Du Junge. Kannst, feierst du so viel Glück wie ich in den legendären Star-Drop. Alter, okay. So, Kevin, ich habe jetzt hier das 50-Eier-Angebot, ne? Ja, und die schönen Eierkartons, das gefällt genau. mir. Genau. Leute, ganz wichtig, diese Angebote gibt es nur auf dem Dev-Bild, das heißt im richtigen Spiel natürlich nicht. Und oh, fast direkt ein legendäres Ei. LOL! Und Verbrecherin Bibi, okay. Kevin, das Wichtige ist, dass es diese, dass es Godzilla-Bass nur in einem legendären Ei geben kann, ne? Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu erwähnen. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal versuchen, ein legendäres Ei zu bekommen. Und hier ziehe ich jetzt die ganze Zeit eben Mutation. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Und kannst du aber, sage ich gleich, schon mal richtig warm anschnallen hier. Weil ich werde auf jeden Fall 100% Godzilla Bass ziehen. Ich sag's dir jetzt schon. Ich bin gespannt, Lukas. Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Nee. Werden wir jetzt sehen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim legendären Ei, hoffentlich. Oh. Ja. Oh! Ich hab ein legendäres Ei, Junge! Digga, das ist ein Bruder von mir! Oh mein Gott, Kevin. Achtung, wenn jetzt so ein paar Lichtstrahlen rauskommen. Oh mein Gott, schau. Oh. LOL! Ist es Godzilla Bass? Nein! Oh mein Gott. Oh, Scharlach-Pellet in Search. Okay, Leute. Hä, aber sagen, der ist ja auch voll krass. Der ist heftig, auch ein neuer Skin. Und heftig. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten legendären Ei. Alter, Kevin, ich habe eiskalt kein weiteres legendäres Ei gehabt. Oh, und Lukas, das tut mir ganz, ganz doll leid. Ich habe auf jeden Fall die 3 Godzilla-Bass nicht gezogen, aber ich würde sagen hier, nur damit ihr es mal seht, Leute, hole ich den trotzdem mal ab. Aber zählt natürlich nicht. Das heißt, du darfst leider nochmal zeichnen für mich. Das finde ich toll, das mache ich sehr gerne. Okay, Lukas, bist du bereit? Ich bin bereit. Übertreib nicht, Junge, ne? Gelb. Okay, das heißt,
Legendärer Star Drop. So, Lukas, hier unten ist sowas, ja? So ein schwarzer Fleck. Okay, da ist quasi dann Pixelfehler im Bild. Junge, du bist dich gerade richtig am Konzentrieren, kann das sein? Junge. Hä, das ist so eine Rakete. So ein Pilz. Hä, da wächst so ein Pilz in der Sonne einfach. Oh nein, ich hab... Warte. Okay, also kannst du mir so einen kleinen Tipp geben? Ist das irgendwie so... Nein, keine Tipps. Ja, okay. Ey, Kevin, jetzt aber nicht hier rumpranken oder so, ne? Wir machen die auf Ernst. Ey, das wird so scheiße. Bro, ey, ich kann nicht mal irgendwas Vermutliches erkennen. Gar nichts. Ah, das ist toll. Hä? Oh, Digga, das ist der Tintenfisch aus Super Mario, der diesen Bildschirm, so diese Tinte da drauf wirft. Das sind Nasenlöcher. Also das Grüne, das könnte wirklich so eine Art so Krokodil sein oder so ein Dino. Hä? Hey, Lukas, ich geb euch auf. Ich hab tatsächlich, Kevin, ich hab tatsächlich eine Idee. Also wenn das Gelbe wirklich für so legendär steht, das kann dieser neue legendäre Brawler sein, Draco. Das sieht so aus. Ist das richtig? Ja. Was? Bro, wie sieht der denn aus? Leute, hier sehen wir hier einen Vergleich eingeblendet. Direkt daneben den echten Draco. Bruder, das war's wirklich komplett. Aber... ich verstehe, in welche Richtung das gehen sollte, Kevin. Eigentlich zumindest, ne? Oh, Mann. Du hast es erkannt. Ja, okay. Leute, dann kaufe ich jetzt mal Draco. Also, Kevin, ich habe jetzt extra für dich hier auf dem Dev-Bild 1600 Juwelen. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu Draco. Ich weiß nicht, ob man aktuell schon für Juwelen hier kaufen kann. Der kostet... Oh! Ah! Perfekt. Aber wird wahrscheinlich auch 700 Gems kosten, oder nicht? Boah, ich glaube auch 700 Gems. Digga, jetzt vergleichen wir nochmal hier, ja. Hast du fast genau getroffen. Ja, doch, ich finde meinen sogar sehr gut getroffen. Ja. Oh, guck mal hier, gratis für mich. Ach, Digga. Nice. Alter, schau mal, wie krank der aussieht. Boom, Junge. Ja, der ist schon sehr geil, bin ich ja ehrlich. Ja, Leute, ich würde sagen, wir maxen den jetzt nochmal kurz. Also Leute, ich habe jetzt hier alles schön gemaxt und ich würde sagen, Kevin, ich zeige dir mal kurz in der Trainingshöhle. Ja. Bin ehrlich, ich habe den jetzt noch nicht so oft gespielt, den Brawler, aber der ist schon echt übel krass. Also der kommt auch irgendwie erst in so 1 bis 2 Monaten, also es dauert noch auf jeden Fall. Oh, krass, okay. Und ja, das Geile ist halt bei dem Brawler, zack, dieser Ultra-Dino als Ulti, schau. Ja, das ist krass. Das ist schon echt geisteskrank geil. Zack. Und ich würde sagen, und das Gadget finde ich übrigens auch crazy. Zeig mal. Guck, also, du kannst so. Dann fliegt der so. Ah, und ist dann yeah. markiert. Und da kann man auch jede Ult unterbrechen und so damit. Geile Sache auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann habe ich die Aufgabe erfüllt. Und jetzt bin ich dran, richtig? Ganz genau. Ich würde sagen, ja. Es geht los. Meckes Bestellbildschirm. Du denkst immer direkt an McDonald's, ne? Und dann kann man unten kann man so auswählen, ob man zum Mitnehmen oder zum Hier essen möchte. Und dann hat man links diese Schilder, die man nehmen kann, weißt du? Ja, aber es ist tatsächlich kein McDonald's-Bestellterminal. Achso, dann ist es beim Drive-In dieser Schalter, der so dieses Essen anzeigt. Oder? Ja, ist es tatsächlich auch nicht. Das ist so ein Salat unten. Ey, irgendwas ist bei dir mit McDonald's, ne? Warum? Ja, oh. Ich weiß da nicht. Da ist ein hä? Da ist ja irgendwas im Salat drin. Ich habe Angst, Lukas, ich habe Angst vor Telefonen. Warum? Hast du eine Telefonphobie? Ja, der hat so diese Haare von Luca, diese Nudelhaare. Ja, tatsächlich. Ah, und die Person sagt, oh. Ja. Das ist alles, was die Person sagt. Die sagt noch Folgendes dahinter. Oh nein, ich soll nicht Jonas anrufen, oder? Let's go, du sollst Jonas anrufen. Und zwar sagst du Folgendes zu ihm. Okay? Ist der nicht gerade am Stream? Der ist gerade am Stream. Und zwar, du sagst Folgendes. Hey, Lukas. Guck mal, also ich mach das jetzt hier auf Speedrun, den Rest, weil du hast es an sich ja schon erraten. Ah, ist so Burger Pommes oder was soll das sein? Genau, richtig. Was meinst du da?
Ey, was ist das denn? Warte mal, ich soll aber nicht Jonas sagen, dass ich einen Burger Pommes im Po habe, oder? Doch, doch, so auf Ernst, so Hilfe, Alter, es steckt fest und so. Ich gebe nicht auf, Lukas, ne? Aber du kannst froh sein. Du kannst froh sein. Ich werd gleich noch was ganz Schlimmes zeichnen, pass auf. Oha, so Leute, ihr seht hier das Bild von Jonas noch mitlaufen. Hallo, Jonas, moin. Hilfe! Hilfe! Ich hab Burger Pommes im Popo! Hilfe, es tut so weh! Hilfe! Jonas, kannst du kommen? Kabine 2! Warum? Warum, Kevin? Ja, es tut so weh! Wenn ich gesperrt werde, dann kriegst du den Ärger dafür, okay? Ja, aber du musst ja nicht filmen, wie ich das, also, ne? Jonas, warte kurz. Mein Hund muss Gassi gehen. Bis morgen. Junge, ey. Jonas geht nie wieder ran bei mir. Nee. Der denkt jetzt, der wird so gesperrt auf YouTube deswegen. So, Lukas. Ja. Jetzt geht's los. Also, ich mal wieder, ne? Richtig. Ey, jetzt bin ich unnormal gespannt. Ich sehe ein Auto, ein Auto. Das wird jetzt aber besser, pass auf. Besser als ein Auto? Ja. Ja, ja. Ich sag dir, wenn du das checkst, das findest du besser als ein Auto. Oha. Ich sag dir, du würdest so deinen Lamborghini dafür eintauschen. Hä? Ja, ja, kein also Spaß. Also Bugatti. Hast du denn schon eine Idee? Möchtest du bitte deine Ideen mit mir teilen? Bro. Oh mein. Was? Nein, oder? Warte, ich bin noch nicht fertig, ne? Ja, also Leute, ich habe so eine Vermutung, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob es das wird. Ja, ich guck noch mal kurz. Ich glaube, das wird eine Megabox. Oh mein Gott, das ist eine Megabox. Hä, Junge? Ich habe gesagt, du wirst Lambo dafür eintauschen. Ja, ey, wenn Megaboxen zurückkommen wollen in Brawl Stars, ich würde Lambo eintauschen. Ja, für mich vielleicht nicht, Lukas. Alter. Aber ich habe gehört, du hast da ja so einen chinesischen Brawl Stars Account, wo man noch Megaboxen aufmachen kann. Alter. Ja, tatsächlich. Ja, Lukas, pass auf. Du musst es schaffen, 3 Megaboxen zu öffnen. Was? Ja, ja. Und wenn du es nicht schaffst, aus diesen 3 Megaboxen einen Brawler zu ziehen, habe ich automatisch gewonnen. Hä? Und du hast verloren. Okay, warte mal, Leute, ich muss mal ganz kurz hier in die China-Version mit euch zusammen. Also, das Problem ist, Leute, ihr seht schon, ich habe 42 Credits gerade nur. Man kann ja nur mit Credits Megaboxen öffnen. Und ich brauche 176 pro Megabox. Also ich kann die gerade nicht kaufen. Juwelen habe ich auch nicht. Ich kann hier keine Gems aufladen. Das heißt, der einzige Weg, wie ich es schaffen kann, 3 Megaboxen zu öffnen. Digga, ich muss dafür 1300 Pokale erstmal gleich pushen. Dann kriege ich 520 Credits. Oha. Digga, und dann muss ich mit diesen Credits 3 Megaboxen öffnen. Und das Ding ist, ich habe hier schon 18 Brawler. Ich habe sogar einen Mythischen schon gezogen. Ich weiß nicht, ob das so einfach wird, ey. Ja, Bruder. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Lukas. Digga, okay, Leute, ich würde sagen, ich muss das Ganze jetzt hier offstream nach dem Video machen. Und Kevin, ich werde dir dann natürlich gleich in der Aufnahme dann mitteilen, habe ich gewonnen oder habe ich nicht gewonnen. Let's go. Also, Freunde, ich habe jetzt das Ganze eben gepusht. 1300 Pokale habe ich jetzt. Und ich würde sagen, Leute, wir öffnen hier einmal den Star Drop. Let's go. Dann einmal die 200 Münzen und boom, Junge. 520 Credits. So, Leute, das ist dann einmal hier rüber wischen. Und ich würde sagen, erste Megabox, 176 Credits. Let's go, Leute. Ein verbleibender. Okay, die war schon mal komplett leer, komplett useless. Also wir müssen es, wie gesagt, schaffen, einen Brawler zu ziehen. Sonst hat Kevin die komplette Challenge, das komplette Video gewonnen. Und gönn, Bruder! Oh mein Gott, auch leer! Alter, das heißt, die letzte Box entscheidet. 176 Credits, come on. Es kann nicht sein, dass das komplett umsonst war jetzt, Leute. Und gönn! Nein, Junge! Oh mein Gott! Na, Leute, wir gehen zu Kevin zurück. Digga, Kevin, ich hab's nicht geschafft. Du hast mich abgezogen. GG, Leute. Lasst ein Like da, kostet's Abo. Ciao, ciao.